Ninotaku mit der letzten Folge des Jahres, dem neuen One Piece Film, News zu Attack on Titan und dem zweiten Teil meiner Anime Winter Season Preview. Schlussspurt bei Ninotaku. Die letzte, zumindest reguläre Folge des Jahres 2015 ist eingeläutet und hält ein paar tolle Überraschungen bereit, vor allem für alle Naruto-Fans unter euch. Mehr dazu im Laufe der Sendung. Loslegen möchte ich jetzt aber mit den News der Woche und dem zweiten Teil meiner Anime-Winterseason-Vorschau. Erst vor wenigen Wochen, nämlich Ende Oktober, debütierte Aono Kanata No For Rhythm in Manga-Form in Japan. Der Titel basiert auf einer Visual Novel für Erwachsene, die vor gut einem Jahr für Windows und PlayStation Vita veröffentlicht wurde. Und nun folgt, große Überraschung, die Anime-Adaption. Um was geht's? Die Story ist auf einem Archipel angesiedelt, das aus vier Inseln besteht. Fortgeschrittene Technologie hat die sogenannten Antigravitationsschuhe hervorgebracht, die es dem Mensch ermöglicht, ohne Hilfsmittel zu fliegen. Und das wiederum brachte die Sportart Flying Circus hervor. Einen waschechten Vertreter des Sportgenres können wir hier jedoch wohl nicht erwarten. Aono Kanata No For Rhythm bietet eher klassische Romance-Kost. Sato Kazuma-san, Yōkoso Shiga no Sekaiye. Am 13. Januar geht ein Anime-Winter-Season-Kandidat an den Start, dessen Name übersetzt so viel bedeutet wie Segne diese wundervolle Welt. Dabei handelt es sich um eine Comedy-Fantasy-Geschichte aus dem Jahr 2013, die nun vom Studio Deen für die japanischen TV-Bildschirme adaptiert wurde. Im Mittelpunkt der Handlung steht Sato, ein eingefleischter Anime-, Manga- und Gaming-Fan, der eines Tages in einen schrecklichen Verkehrsunfall gerät. Als unser Held überraschend erwacht, macht er Bekanntschaft mit einer Göttin, die ihm anbietet, eine alternative Welt aufzusuchen. Sato fackelt nicht lange und findet sich rasch im größten Abenteuer seines Lebens oder Ablebens wieder. Der Trailer versprüht viel Charme und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die Serie schon bald für Deutschland lizenziert wird. Wenn ihr euch schon länger mit Anime beschäftigt, solltet ihr wissen, dass es sich bei 90% der neu startenden Serien um Umsetzungen von Manga oder Light Novels handelt. Original Anime sind rar gesät, es wird adaptiert, was das Zeug hält. Für die kommende Serie Divine Gate, die ebenfalls zur Winterseason starten wird, stammt eine Gratis-App für iOS und Android-Pate. Besser gesagt, ein Panel-RPG, in dem der Spieler Dungeons erkundet, Rätsel löst und Feinde besiegt. Unter anderem Gast-Boss-Gegner aus Serien wie Steins Gate, Fairy Tail oder Fate Stay Night, Unlimited Blade Works. Ob das für einen vollwertigen Anime reicht, bleibt abzuwarten. Der Trailer macht schon mal keinen allzu schlechten Eindruck. Das Space-Opera-Genre bekommt zur Winterseason endlich Nachwuchs. Gleiches gilt für das traditionelle Macross-Franchise, das im Jahr 1982 sein Debüt feierte und seitdem um zahlreiche Filme, Serien oder auch Games bereichert wurde. Mit Macross Delta steht der nächste Ableger der Science-Fiction-Serie in den Startlöchern. Der Anime ist im Jahr 2067 angesiedelt und somit 8 Jahre nach den Geschehnissen der letzten Macross-Serie Frontier. Mehr ist zur Story bislang noch nicht durchgesickert. Dass es ein Wiedersehen mit dem ein oder anderen Charakter aus dem Vorgänger geben könnte, ist jedoch durchaus möglich. Die Macs starten im Januar 2016.
Nur zu gerne hätte ich euch im Rahmen meiner Season Preview noch ein paar mehr Serien vorgestellt, jedoch sind Trailer und Promo-Videos auch zur Winterseason mal wieder rar gesät und es gibt bei weitem nicht zu jedem kommenden Titel Bewegtbildmaterial. Auf Fortsetzungen wollte ich dieses Mal, wie in der letzten Sendung erwähnt, aus Zeitgründen nicht eingehen. Lasst uns dafür noch kurz über Phantasy Star Online 2 The Animation sprechen. Bei Phantasy Star Online 2 handelt es sich ursprünglich um ein Videospiel von Sega aus dem Jahr 2012. Nun bekommt das Online-Roleplaying-Game also eine Anime-Umsetzung. Diese kommt jedoch mit einer komplett eigenständigen Handlung daher. Die Geschichte wird auf der Erde in einer nahen Zukunft angesiedelt sein. Der Anime ist übrigens das 8. Projekt, das anlässlich des 15-jährigen Jubiläums des Phantasy Star Online-Franchise produziert wurde. Nun freue ich mich aber auf eure Highlights der kommenden Anime-Winterseason in den Kommentaren. Von Japan ins schöne Bayern. Der Münchner Publisher Peppermint Anime bespielt im nächsten Jahr im Rahmen des Anime-Festivals nicht nur diverse Kinos in der Bundesrepublik, sondern auch zahlreiche Wohnzimmer. Unter anderem mit dem von A1 Pictures und Aniplex produzierten Anime-Film The Anthem of the Heart. So gab der Anbieter nun bekannt, dass man den in Japan sehr erfolgreichen Film im Laufe des nächsten Jahres auf DVD und Blu-ray veröffentlichen wird. Die Geschichte handelt von dem Mädchen Yun, das von Gewissensbissen gequält wird. Yun macht sich selbst zum Vorwurf, durch unbedachte Worte für einen heftigen Streit in der Familie gesorgt zu haben. Damit sie nie wieder jemanden mit ihren Worten verletzen kann, wird ihre Stimme von einer Fee versiegelt, einer Eierfee. Der Film ist ebenfalls auf dem nächstjährigen Anime-Festival zu sehen. Sie bitten um Hoffnung, fangen Flüche ab und schützen dich vor der Dunkelheit. Wir sind die Magical Girls und unser Kampf geht weiter. Vor kurzem feierte der deutsche Trailer zu Puella Magi Madoka Magica Rebellion seine Premiere bei Ninotaku TV. An dieser Stelle übrigens vielen Dank für das tolle Feedback auf diese neue Rubrik meines Kanals. Künftig werde ich versuchen, euch immer mal wieder exklusive deutsche Trailer zu präsentieren. Mit Rebellion veröffentlicht der Anbieter Universum Anime den 3. Film der Madoka Magica Filmreihe in Deutschland. Zeitgleich, nämlich am 8. Januar, stellt der Publisher auch die Serie in einer schicken Blu-ray komplett Box in die Regale. Diese war bislang ausschließlich auf DVD zu haben. Bei Rebellion handelt es sich im Vergleich zu den beiden ersten Filmen um eine Weitererzählung der TV-Serie. Die düstere Magical Girl-Reihe entstand wie auch der kommende Film im Studio Cheft. Omura-chan, du musst nicht allein sein. Seine Majestät, der namensgebende Prinz aus Wolf Girl and Black Prince, residiert künftig in der Hauptstadt. Nun, in Manga-Form macht er das ja schon länger beim Anbieter Kase und nun verkündete der Publisher, dass man sich auch die Rechte an der 12-teiligen Anime-Adaption gesichert hat. Die Serie handelt von dem Mädchen Erika, das es mit der Wahrheit nicht ganz so genau nimmt. Vor ihren Freundinnen behauptet die schusselige Protagonistin, in einer festen Beziehung zu sein. Der Beweis ist ein Foto ihrer besseren Hälfte. Dass es sich dabei um einen willkürlich abgelichteten jungen Mann handelt, bleibt Erikas Geheimnis. Zumindest vorerst, denn als sich herausstellt, dass es sich bei dem heißen Typ um einen neuen Mitschüler handelt, droht alles aufzufliegen. Die Serie soll Mitte 2016 auf DVD und Blu-ray erscheinen. Gute News für Free-TV-Freibeuter. ProSieben Max verkündete nun, dass man sich insgesamt 60 neue Folgen der Anime-Serie One Piece gesichert hat. Die Rede ist von den Episoden ab Nummer 457. Bereits ab Januar geht es mit der Ausstrahlung los. Der große Rückblick vor dem Kampf, das Versprechen der Brüder, wird am 16.01. um 8.45 Uhr ausgestrahlt. Direkt im Anschluss gibt's dann auch noch Folge 458, die drei Admiräle. Immer samstags erwarten euch dann künftig
2 neue Folgen im Doppelpack. Sämtliche Episoden werden zusätzlich bis eine Woche nach ihrer Ausstrahlung kostenlos auf der Webseite des Senders zu sehen sein. Unter der Woche werden weiterhin um 17.20 Uhr ältere Folgen der Piratensaga gezeigt. Mehr zu One Piece gibt's später im Highlight der Woche. Der Spieleentwickler Koei Tecmo veröffentlichte vor kurzem einen neuen Trailer zum kommenden Attack on Titan Game, das nächstes Jahr auch in Deutschland für PS3, PS4 und PlayStation Vita erscheinen wird. In dem Video wurde nun auch der japanische Veröffentlichungstermin preisgegeben. So erscheint das Actionspiel im Februar 2016. Der Titel wird der von AOT-Schöpfer Hajime Isayama geschriebenen Handlung folgen und demnach viel Titanengeschnetzeltes bereithalten. Einen endgültigen Namen scheint das Videospiel aber irgendwie immer noch nicht zu haben. Nun ja, die Verantwortlichen werden sich denken, solange da Attack on Titan auf der Packung steht, verkauft sich das Ding ja sowieso. Der Release-Termin des 3DS-Ablegers Humanity in Chains wurde übrigens verschoben. Das Handheld-Abenteuer wird laut offizieller Ankündigung nicht vor Februar 2016 erscheinen. ああ、計画通りだ。間違いない。コラボだ。モンスターストライク、エヴァコラボ実施中。半年ぶりのコラボか。そうだ。 Da ich diese Folge sehr früh produzieren musste, haben es zwei Themen leider nicht mehr in die Sendung geschafft. Die Rede ist zum einen von der Ankündigung von Ni no Kuni Teil 2 und zum anderen vom neuen Trailer zum Final Fantasy VII Remake. Die Links zu diesen Videos findet ihr aber in der Videobeschreibung. Es ist die letzte Ni no Taku News Folge des Jahres und für das große 2015 Finale habe ich mir nochmal was Schönes für euch überlegt. Zumindest, wenn ihr Fan eines bestimmten Ninjas seid. Mit freundlicher und vor allem großzügiger Unterstützung von KSM verschenke ich heute alle bislang erschienenen Naruto Shippuden DVD-Boxen. Wenn ihr dieses verfrühte Weihnachtsgeschenk abstauben möchtet, besucht doch mal meine Facebook-Seite facebook.com/ninotakutv. Dort gibt's alle Infos. Viel Spaß und Erfolg beim Mitmachen und nun lehnen Sie sich zurück und genießen Sie das letzte Ni no Taku Highlight 2015. Everything in this world, One Piece. Imagine all the things that have been sacrificed for such a foolish dream. If this is what their era means, I will crush these things without remorse. In den vergangenen Wochen gab es bereits mehrere, teils kryptische Hinweise auf den neuen One Piece Film. Titel und Erscheinungsdatum blieben jedoch bislang aus. Bislang. Denn nun ist die Katze aus dem Sack. In der Januar-Ausgabe des Weekly Shonen Jumps wurden die mit Spannung erwarteten Infos nun nachgereicht. Der Movie trägt den Namen One Piece Film Gold und feiert seine japanische Kinopremiere am 23. Juli 2016. Eiichiro Oda, der bereits maßgeblich am Film One Piece Set beteiligt war, hier gerade im Bild, wird übrigens höchstpersönlich den Posten des ausführenden Produzenten beim neuesten One Piece Leinwandableger übernehmen. Wo nimmt der Mann nur die Zeit her? Auf dem Regiestuhl nimmt hingegen Hiroaki Miyamoto Platz, der selbiges bereits bei den Anime-Folgen 352 bis 679 tat. Über eine deutsche Lizenzierung ist noch nichts bekannt, jedoch bin ich mir sehr sicher, dass das ein gewisser Berliner Publisher bald ändern wird. Nächste Woche bin ich um diese Zeit gerade in Tokio, deswegen wird es keine reguläre Ni no Taku-Folge geben. Freut euch dafür auf eine weitere Ausgabe meines Bestenlistenformats Charts. Und wenn ihr wissen wollt, was ich in Tokio so treibe, dann folgt mir gerne auf Facebook, Twitter oder Instagram. Ich freue mich auf eure Kommentare und Däumchen. Sie waren wie immer ein hervorragendes Publikum. Vielen Dank fürs Zusehen. What up?